Noch jemand? Nein. Gut, wir müssen nach oben. Irgendwo hin. Hier drüben? Ja, okay. Was? Array-Ebenen? Das Gekrache hier immer. Aufzug zur Abbau. Verwaltung. Nein! Meine Güte! Ist ja dann mal okay. Na komm, Mensch, irgendeine Waffe muss da mal nachgeladen sein hier. Fuck yourself! Ehrlich mal. Ich wollte doch bloß hier lesen, Mensch. Ach. Erstmal Waffen nachladen. Wenn man sonst nichts zu tun hat, Waffen nachladen. Aufbau, Aufzug zur Abbauverwaltung und Comrade Ebene. Was auch immer das ist. Wir autorisieren uns mal wieder selber. Und da hackt es auch schon wieder. Oh Gott, wo muss ich denn hin? Ja, nehmen wir mal... Wie geht denn das jetzt? Nehmen wir mal Ebene 1. Klingt doch gut. Hör mal zu, Isaac. Ich bin die medizinischen Berichte durchgegangen. Diese Dinger sind sowas wie Biorekombinatoren. Sie nehmen totes Gewebe, absorbieren es und formen es neu. Eine Iteration scheint den einzigen Zweck zu haben, Leichen zu infizieren. Die anderen, naja, bringen Leichen dazu, wieder andere zu infizieren. Und dieses Gewebe, das wir überall an den Wänden gesehen haben, scheint auch dazu zu gehören. Laut eines Berichts, den ich gefunden habe, ist das ein Habitatwandler. Na spitze, das klingt doch alles total positiv. Das heißt, hier auf dem Schiff rumzukriechen ist auch total gesund wahrscheinlich, nehme ich mal so an. So, hier irgendwas. Und Kendra wird es deswegen, Nicole wird es deswegen auch unglaublich gut gehen, nehme ich mal so an. Vor allen Dingen, weil wir sie hier schon überall so sehen, ne? So. Ich weiß nicht. Nee, komm, ich nehme mal hier den. Welcome to Mining Administration, the brains behind the muscle. So, ihr da, ihr seid nur Statisten, okay. So, wir hier Abbaulager. Abbaulager. Ja, komm, mach mal hier die Tür weg. Ich will da rein, Mensch. Also, beziehungsweise, ich will da. Gib mir. Ja, genau. Das wollte ich. Kriege ich den hier? Mach die Tür zu. Machst du die Tür zu? Ja. Schön. Okay, ich hatte jetzt schon befürchtet, dass jetzt hier auch Luftleere bleibt, wenn die Tür zu machen. Aber zum Glück füllen die das Vakuum ja wieder. Brr. Okay. Dann würde ich sagen, raus ins Vakuum und weiter im Gang. So. Das hier sieht wieder aus wie so ein Ding, was dann so raus, wo es dann so rausgeschossen kommt. Wir gehen mal zur Abbauverwaltung. Ich hab da mal was mit der Verwaltung zu klären. Ich möchte das benutzen. Dann eben nicht. Ach nee. Neue Musik? Wo bist du denn mit dem Hinder? Schade, ich wollte ihm den klauen, aber hat nicht geklappt. Ich mag ungern hier die durch die Tür schreiten und sie hinter mir schließen lassen. Deswegen bleibe ich mal hier. Na! Tritt ins Licht, genau. So gefällt mir das doch. Mit der Waffe geht das also. Das muss ich mir merken. Immer wenn wir an solche Gebiete kommen, wo es diese komischen Strahlendinger da gibt, dann müssen wir die... Wie heißt sie denn? Steht das da? Nee. Hier, die mit den Spulen halt benutzen. Verwaltung, Computerraum. Raum vor allem. So, in Computerraum müssen wir nicht, deswegen gehen wir da mal hin. So. Lagerraum D. So, erstmal Textlog.
Bericht über Infektion. Logbuch des Captains. Überträger der Erstinfektion. Ja. Text steht komplett da. Kann man sich lesen. Gut. Kann man sich durchlesen, meine ich. Dann mal weiter. So. Erstmal wieder ein bisschen Vorräte sammeln hier. Man weiß ja nie, was so kommt. Und ein Energieknoten. Wunderbar. So, her damit. Schön. Können wir gleich mal gucken. Hier drüben war noch eine Werkbank. Aber ich glaube, mit einem Knoten allein können wir eh nicht viel anfangen. Deswegen habe ich jetzt gerade keinen Bock, nochmal zurückzugehen extra dafür. So, wir müssen da vorne lang. Also, gucken wir mal hier. Lagerraum B. Gut. Das sieht auf jeden Fall richtig aus, dass es dort brennt. Aber wir nehmen die Plasma-Energie mit und verschwinden wieder. Gut. Kommt noch jemand denn dann hier? Huch. Ich habe das Gefühl, das Spiel verzeiht es mir nicht, wenn ich auf irgendwelche Leichen drauf trete, weil es dann zu hacken anfängt. Aber das ist mir egal. Das klang auch gut. So, hier drüben ist wieder ein Energieknoten gefragt. Ich würde aber sagen, jetzt nehmen wir mal keinen. Ganz einfach, weil wir gerade sowieso ganz gut dastehen. Kann sich ja noch ändern, wer weiß. Was? Was? War doch gerade einer. Huch. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir hier unsere Gegenstände können. Ach. Her mit den Credits. Gut. Aufpassen, dass wir nicht reintreten, natürlich. Noch mehr Credits. Sehr schön. Können wir schon mal auf den Anzug Level 4 sparen, auch wenn das wahrscheinlich noch ewig dauern wird, bis der mal kommt. Hallo? Ja, ich höre es doch die ganze Zeit. Wo bist du denn? Das ist nicht vertrauenserweckend, Freunde. Bleib stehen, mein Kleiner. Wir können noch Freunde sein. So. Hätten wir das auch geklärt mit der Freundschaft. Impulsprojektile, wunderbar. Was haben wir hier? Medipack, yeah. Jetzt haben wir auch wieder ganz gut Medipacks gesammelt. So, Energiezufuhr machen wir gleich. Will noch kurz hier gucken, ob es irgendwas gibt. Nein. Gut, dann einmal Energie zuführen. Auf das AAS umleiten. Energiezufuhr zum AAS hergestellt. Kontrollsysteme. Es war so klar. Umgeleitet. Ich habe ein Signal. Fast da. Es war so klar. Das klingt positiv im Hintergrund. Ich habe das Gefühl, die sind irgendwo reingelatscht. In so eine Tretmine hier unten. Oder die zerfressen gerade jemanden. Das kann natürlich auch sein. Hallo? Nee. Nein! Nein! Och nein! Bitte nicht! Och nein! Alter, warum? Verrecke! Oh nein! Nein! Komm schon! So, rüber ab und fertig hier. Oh, ich hasse diese Dreckskacker. So, warte mal. Jetzt muss ich mal hier ein bisschen aufräumen. Damit ich noch... Ja, toll. Damit ich noch durchblick hier, von wem ich schon was abgesahnt habe und von wem nicht. Aber ich kann sie natürlich auch einfach alle hier reinschmeißen. Die Flattermänner sind schon irgendwie lustig. So, haben wir alles? Das ist natürlich interessant zu wissen, dass die hier wirklich... Also, dass das nicht bloß so schockeffektmäßig ist, dass die dann irgendwie da rausgekrochen kommen, sondern dass die wirklich sich hier drüben durchbewegt haben gerade. So, da können wir auch mal wieder was Gesundheitsmäßiges nehmen. Gut. Oh, jetzt wäre ich fast hier vorne reingelatscht. Das wäre es ja gewesen. Alles platt gemacht und dann
aus Unachtsamkeit in so ein Ding gelatscht. Und hier drüben auch, meine Güte. Ach, Sekunde, Entschuldigung, wenn ich jetzt schon wieder herumstehe und warte, aber bei mir ist schon wieder hier Hakerei angesagt. Und ich will so nicht in einen Kampf verwickelt werden, ehrlich gesagt. So. Ein Loch. Gut, jetzt geht's wieder. So, ach, hier drüben war ja Energieknoten, ich vergaß. So, na dann, mal zu... Rück? Was machst du denn da? Komm her! Komm her! Ja, entspannt in der Gegend rumliegen. So gehört sich's. Wuhu! Okay, den kriegen wir auch nicht ab, wie es scheint. Na gut, dann nicht. Dann gehen wir mal wieder zurück. Auf ins Vakuum! Ja! So, latschen wir mal einen Meter schneller. Gab es denn hier drüben noch irgendwas anderes, was wir vielleicht einsammeln können? Irgendwas? Außer einer Leiche? Räumen wir hier den Mist weg? So, gib mal, komm mal. Ja. Dann halt raus mit dir, ist mir auch Wurst. Nee, scheint nichts mehr zu geben. Na gut, schade. Ja, behalt deine Schrottteile für dich, ja Mensch. So, Loch zu. Wunderbar. Dann würde ich sagen, erstmal speichern. So. Einmal drüber speichern, wunderbar. Das Gute ist, an Speicherpunkten mangelt es hier wirklich nicht in dem Spiel. Das heißt, selbst wenn man mal stirbt, ist das nicht allzu frustend. So, und wieder nach unten mit uns. Ach so, nach oben natürlich. Muss ich denn jetzt auf Ebene 3 auch noch irgendwas machen? Müssen wir gleich mal gucken. Okay, Gegner. Okay, wir müssen nach oben. Alles klar. Ich gehe auch gleich wieder, bevor wieder irgendwelche dämlichen Necromorphs angeschissert kommen hier. Mal wieder zwischendurch alles nachladen. So. Wunderbar. Nun denn. Öffnet uns die Tore. Machen Sie uns wieder ganz. Hallo. Tschüss. Ich dachte mir, ich schieß mal nicht. Ein Audiolog. Hier Tempon. Die Brücke ist total hinüber. Keine Ahnung, was hier los war. Aber ich werde hier nicht rumstehen und warten, bis es zurückkommt. Ich gehe jetzt rüber zur Hydrostation und suche Elisabeth. Ja, das Schema mit der Energiekanone, das nehme ich doch gerne an mich. Aber wir haben schon lange keinen Shop mehr. Ach so, ich habe natürlich unten einen Shop gleich um die Ecke, fällt mir gerade ein. Im Atrium. Beziehungsweise vorm Atrium. Was zur Hölle? Was ist das denn? Naja, was soll's. Wo ist denn der Kerl von gerade? Oh nein! Komm schon, wirklich! So, haben wir dich doch ganz gut abgefertigt. Ich glaube, dass die Strahlenkanone immer noch am besten für den hier. Genau, da gibt es auch 2 Strahlenschuss. Genauso viel, wie ich ausgegeben habe. Das ist doch schön. Ab das Bein, dann us. Also diese braunen Typen oder gelblichen, die vertragen ein ganzes Stück mehr als die anderen Necromorphs, stelle ich so fest. So, hier zum Comrade. Empfindliche Anlage, ich nehme an, Kommunikation, irgendwie soll das heißen. Zum Schiffs... Ach nein. Wirklich muss das sein. Zugang zum Schiffsäußeren, ich hasse euch. Na dann.